Ja, hallöchen und willkommen zurück, liebe Freunde, bei Peru Plays, live von der schönsten Insel der Welt, live aus Zypern. Ich bin der Peru und wir sind unterwegs nochmal in No Man's Sky. Da gab es jetzt wieder ein neues Update, nämlich die Season Echoes. Und da gibt es einiges Neues, riesige Piratenschiffe unter anderem und noch ein paar kleinere nette Updates. Wir sind aber hier, um ein bisschen, ja, unseren Entdeckerstatus ein bisschen auszubauen. Und deshalb werden wir mal gucken, ob wir gleich eine nette kleine Mission uns irgendwo hier abholen können. Weil ich wollte eigentlich mal das Entdeckerlevel von dem Kerlchen hier mal ein bisschen pushen. Dabei wünsche ich euch heute viel Spaß. Nicht vergessen, ne, alle Replays gibt's auf meinem Schwesternkanal auf YouTube. Den Link dazu findet ihr hier im Twitch-Profil. Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut und ein bisschen Randale macht. So, jetzt schauen wir mal. Entdeckergilde, genau. Mysteriöse Anatomie, Mineralienscan. Ach, dann machen wir mal hier. Auf Forschungsmission. Sowas mag ich immer gerne. Guti. Dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. Unentdeckter Planet. Okay. So, da steht unser gutes Stück. Bereit fürs nächste Abenteuer. Dann würde ich mal sagen, legen wir auch gleich los. So, jetzt ist natürlich die Frage, ist das Ganze auch hier in diesem System? Ich denke wahrscheinlich nicht. Wir müssen da jetzt mal auf die Galaxiekarte gucken. Aber hier schweben gerade sehr viele Rohstoffe vor uns rum. Die kann ich natürlich nicht liegen lassen. Das heißt, natürlich nehmen wir die mit. Es gibt übrigens noch eine Sache, die ich auch gerne ausprobieren möchte. Ich habe jetzt endlich die Verkaufsraketen, die Warnraketen. Immer probieren, ob und wie das funktioniert. Und ich werde mal versuchen, das in diesem kleinen netten Stream heute hier alles ein bisschen zu kombinieren. Gut, ich denke, wir sind jetzt weit genug weg. Schauen wir mal auf die Galaxiekarte. So, ist nur ein Sprung, ist jetzt nicht die Welt. Zack, dann setzen wir den Kurs auf Glash Akita. Auf geht's. Und da sind wir. Okay. Jetzt müssen wir nur noch den richtigen Planeten finden. Lass mich mal gucken. Okay. Das System wurde schon entdeckt. Schade eigentlich. Aber wir sind jetzt auch nicht hier, um Planeten zu entdecken, sondern Mineralien, die gesucht werden. Da geht's lang. Der Planet sieht nicht sehr freundlich aus. Okay, schauen wir mal. Waren das? Ich glaube, 10 Scans brauchen wir, ne? Okay. Los geht's. Das sieht nach ätzendem Regen aus. Oder einfach nur Regen. 37,4 Grad. Okay, das ist jetzt... Was? Sengende Überschwemmung. Okay. Ich glaube, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, fangen wir an. Schnell, kurz und knackig die Mineralien zu scannen. Damit wir von diesem unangenehmen Planeten wieder runterkommen. Die anderen Daten nehmen wir natürlich auch noch mit.
Okay. Ich scanne natürlich alles, was mir hier vor die Linse kommt. Bringt alles Geld. Den haben wir schon entdeckt. Was haben wir da hinten? Oh je, was bist du denn? Ein älter Telum. Was immer das sein mag. Das ist eine Giftpflanze. Das sieht man jetzt schon. Ich brauche jetzt gerade nicht. So, 3 von 90 gerade haben wir. Oh oh, das ist nicht gut. Wo ist mein Schiff? So, jetzt mal ganz schnell zurück zum Schiff, dass wir da ein bisschen Schutz haben. Ich sehe da gerade unten die Höhle. Die werden wir uns mal merken. Weil ich denke, da werden wir gleich auch noch eine ganze Menge Mineralien finden. Aber jetzt erstmal schnell Schutz suchen hier im Schiff. So. Hier sind wir safe. Oha. Die Temperaturen reden rasend hoch. Über 100 Grad Celsius. Junge, Junge. Das war knapp. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Wir können ein bisschen checken, was wir hier gerade an Waren im Schiff haben. Und hier mal ein bisschen aufräumen. Bis der Sturm vorüber ist, haben wir jetzt ein bisschen Zeit. Ja, ich habe hier noch eine effiziente Antriebseinheit. Die würde ich gerne auch noch reparieren. Deuterium und Cadmium brauche ich da noch. Und hier für den Emeril-Antrieb ebenfalls auch nochmal Cadmium. Kabelbäume brauchen wir hier auch noch. Gut, die kriegt man an den meisten Stationen. Ne? Das ist jetzt nicht das große Ding. Aber bitte wo? Ach da, hier sind sie. Die Handelsraketen. Die will ich mal ausprobieren später. Ein persönliches Raketengerät mit direkter Verbindung zum galaktischen Handelsnetzwerk. Mit dieser Einheit kann der Benutzer ein kleines Raumschiff mit Gütern beladen. Nach dem Start werden die Güter zum nächsten Handelsterminus transportiert und automatisch verkauft. Finde ich eine geile Sache. So, die Dinger laufen mit Tritium. Ich bin mal gespannt, wie ich die auflade. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis dieser dämliche Sturm vorbei ist. Deshalb gucke ich hier jetzt nochmal kurz durch, ob wir noch was weiteres brauchen. Gut, der Frachter ist jetzt bei uns außer Reichweite. Das muss ich auch mal ändern. Dass wir da ein Ferntransportsystem eventuell uns mal anschaffen, bauen, wie auch immer. Ne? Ja, das sind so die nächsten Ziele hier. Wir haben jetzt auch einen S-Klasse-Übersetzer. Da fehlt uns auch noch einiges. Hier, ne? Kabelbäume. Platin. Konvergenzmütze. Sag mal, Kabelbäume hatte ich doch. Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht mit den Anzeigen. Eben, guck mal, weil ich meinte, Kabelbäume habe ich doch in der letzten Session gekauft. Richtig, ist auch installiert. Warum hat er das eben nicht angezeigt? Ich glaube, ich muss mir hier die ein oder anderen Daten durchchecken. Jetzt sehe ich gerade hier Platin. Das wird ja gebraucht hier, warte mal. Da. Eben. Aber wieso aufgeladen? Ach, ich habe die jetzt... Wo habe ich die jetzt reingefegt? Wo habe ich die jetzt reingefegt? Habe ich die hier reingefegt? Nein. Warte mal. Hä? Was machst du mit dem Platin-Kind? Wieso aufgeladen? Das ist Bullshit. Warte mal. Das macht jetzt irgendwie keinen Sinn. Nee, wir machen das anders. Irgendwie kommt er darauf gerade nicht klar. Wir packen das Platin jetzt erstmal hier in den Exo-Anzug. Und dann ist die Portion. So, 15 Stück haben wir. Ach, das sind die 15 aus dem Raumschiff. Leute. Jetzt werde ich ja gerade ein bisschen... Okay. Okay. Nimm alles zurück und behaupte das Gegenteil. Boah, wäre cool, wenn jetzt mal der Sturm so langsam vorbeigehen würde. So, jetzt schauen wir nochmal kurz auf unsere aktuelle Mission.
Planetare Mineralien aufspüren und scannen. Der Kunde untersucht die Muster von Mineralbildungen. Er hat viele Daten zu vulkanisch aktiven Welten, sucht aber auch noch Scans geologisch stabiler Umgebungen, um sie vergleichen zu können. Deshalb bittet der Geologen, ihm detaillierte Scan-Daten zu bringen. Okay, das ist das, was wir gerade machen. So, Strom löst sich auf. Super, haben wir die Zeit auch umgekriegt. Na, komm, Temperatur runter, weiter geht's. So, Freunde der Sonne. Jetzt wäre es nicht schlecht, wenn wir dieses Loch im Boden, diese Höhle wiederfinden. Weil ich denke, da werden wir einiges finden. Noch an Mineralien. Vielleicht kriegen wir da dann auch die 9 Stück voll. Warte mal. Ich sehe dieses Loch im Boden nicht mehr. Ist also ein bisschen strange. Was ist das hier? Da ist das Loch. Gucken wir uns gleich an. Aber vorher nehmen wir uns noch die Wasserstoff mit. Sowas nehmen wir doch immer mit. So, jetzt gucken wir mal, wie tief der Bums ist. Kommen wir da auch wieder raus? Das ist nämlich die Frage. Aller Fragen. Aber das sieht gut aus. Warte mal. Ja, das dürfte gehen. Jetzt haben wir hier gleich so giftige... ich dachte schon, das wäre ein Giftplatz. Höhlenkürbisse. Gut, nehmen wir auch mit. So, aber hier sind doch bestimmt ein paar schöne Steine, Felsen. Was haben wir hier? Sehen hier grün aus, die Wasserstoffkristalle. Sehr strange. Okay. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass die in einem anderen Farbton dann scheinen. Wie, das ist alles? Mehr ist in dieser Höhle nicht. Nur Höhlenkürbisse, Freunde, im Ernst. Na gut. Da hatte ich mir mehr erwartet, aber was willst du machen? Alter, ist das das, was die hier einen Sonnenuntergang nennen? Leute, Leute. Alter, so ein drecksungemütlicher Planet. Also, ich glaube, es wird doch nicht ganz so einfach, hier die neuen voll zu machen. Bei diesen Planeten. Weil es scheint, als wenn hier nur dieselben Steine rumliegen. Oder es sind wieder so Winzlinge, die gerade aus dem Boden ragen. Man weiß es ja nicht. Ah! Ja, nee, dich brauche ich ja nun gar nicht. Warte mal, schnell scannen und abmurksen. So. Der einzige Weg. Hallo? Zack. So. Ja, wo kriegen wir jetzt noch Mineralien her? Wir können natürlich mal gucken. Vielleicht gibt es hier ja auch Gewässer, Seen, dass wir da unter Wasser was finden. Guten Tag. Alles immer dieselben Steine. Kannst du nicht ausdenken. Junge, Junge. Hier siehst du den Boden vor Pflanzen nicht. Riesiger Stein oder was immer das ist. Warte mal. Nee, haben wir schon. Mist. Ja gut, in dem hohen Gras werden wir jetzt keine kleinen Steine finden. Aber hier ist auch nichts, ne? Auf dem Boden sonst. Das ist alles derselbe Bums hier. Was hatten wir jetzt? 3 von 9, glaube ich, war das, ne? Oha, das kann... Warte mal. Moment, da war was. Nee, das war einer von diesen
Pilz oder was. Ich meinte eben, einen Stein gesehen zu haben, der da rumliegt, aber nope. Ah, Pflanze. Ja, Pflanze brauche ich zwar nicht. Nehme ich natürlich mit. Geld ist Geld, ne? Aber theoretisch müsste das Ganze ja im Umfeld des Schiffes sein, weil wir haben ja extra eine Landezone angezeigt gekriegt. Ruhig bleiben, Brauner. Ruhig. So, jetzt müssen wir ganz kurz orientieren Richtung Schiff. Hier. Unbekanntes Gebäude. Ja, wenn wir hier schon unterwegs sind, dann nehmen wir das gleich mit. Aber das scheint überhaupt, das sieht so aus, ne? Aber das ist überhaupt kein ätzender Planet. Sondern einfach nur ein Planet mit Scheißwetter. Und sehr, sehr heißen Regenstürmen. Ist das hier auch noch ein Höhleneingang? Warte mal. Ich weiß. Ich hoffe, das ist ein richtiges Gebäude. Was haben wir hier? Wir alle schon. Woher soll ich die anderen Steine bekommen? Oder Mineralien, um genauer zu sein. Oh. Sowas haben wir doch schon mal gesehen. Warte mal. Geh weg. Spricht es zu mir, oder was ist hier los? Was ist das? Ah, okay. Besuch von Davo. So, das Zeichen einer uralten Zivilisation war... Was? Ach, die Zeichen. Was lese ich mir heute zurecht? Jetzt habe ich schon die Brille auf. Sorry, Freunde. Die Zeichen einer uralten Zivilisation wurden einst von dieser seltsamen Markierung absorbiert. Irgendwie präsentiert sich die Geschichte der Viken in der Sprache meines eigenen Volkes. So, der große Monolith sprach zu Hirk von den Reisenden. Ihrem Kommen sollte nicht mit Feuer begegnet werden. Ihr Kommen war nur ein Traum in einem unendlichen Universum. Ihr Einflussbereich würde der des Endlosen sein. Okay. Haben wir jetzt Geschichtsstunde oder was? Als Hirk nach den Wächtern fragte, entgegnete der große Monolith gar nichts. Hirk war durch sein Schweigen beunruhigt. Okay, wir nehmen das Wissen der Vergangenheit. Solange uns nicht weiter vollsabbelt hier, ist das für mich völlig in Ordnung. Gut. Historisch Dornen enthüllt. Na ja, gut. Ich will mich aber jetzt erstmal... Hier, ah, guck mal hier. Hier haben wir einen. Tada! 4 von 9. Jo, jetzt wird die Luft aber immer dünner hier, ne? So viele verschiedene Arten gibt's hier leider nicht zu bestaunen.
Jetzt kommt schon wieder so ein pissiger Sturm. Man muss ja sagen, wie es ist. Man kann es ja nicht schön reden. So, ich nehme mal den Terrainmanipulierer und bohre uns mal ein nettes Loch hier. Als provisorische Höhle, als Schutz vor dem Wetter. So. Und hier warten wir mal den Sturm jetzt ab. So, jetzt, was haben wir denn jetzt gerade hier an Bord? Ein bisschen Silber. Also den ganzen Bums hier, die Wertstoffe, die packe ich hier doch mal dann ins Schiff. Ah, das ist zu weit weg. Mist. Na gut, muss ich später machen. Aber ich muss mal mich dran erinnern, dran denken gleich. Ja, hier sind wir einigermaßen muschelig untergebracht bei 20 Grad. Junge, Junge, Junge. Ne, was ich jetzt sagen wollte, ich habe überlegt, ob wir das Schiff mal rufen und schauen, ob wir irgendwie einen See noch finden. Oder eine andere Höhle vielleicht doch noch. Was sind das für Geräusche im Hintergrund, sag mal? Hat da jemand Asthma? Auf jeden Fall, dass wir eins davon finden, weil ich glaube, jetzt so regulär an der Oberfläche werden wir jetzt die neuen Mineralien nicht vollkriegen. Also irgendwie hat mein Kollege Asthma oder irgendein Viech läuft da draußen rum. Das hört sich sehr merkwürdig an. So, wie sieht es denn hier aus? Hier brauchen wir noch Solarspiegel, Ionenakku. Gut, den Ionenakku, den können wir uns leicht selber bauen. Warte mal. Ionenakku und Solarbums. Also Ionenakku wäre jetzt nicht das Problem. Mal gucken, was wir so selber bauen können, ne? Das sollte auch machbar sein hier. Gold, Silber, daraus können wir Solarspiegel herstellen. Okay, got it. So, und Ionenakku, der braucht lediglich Kobalt und Ferritstaub. Was hatten wir gesagt, wie viel brauchen wir davon? Also, wenn wir hier schon festsitzen, dann können wir auch arbeiten, oder? Warte mal. Tarngerät. Aber ich weiß gar nicht mehr, dass ich mir das zugelegt habe. Bei Aktivierung zieht dieses Modul Energie aus dem Exoanzug Lebenserhaltungssystem, um das Gravitationsfeld um den Benutzer herum zu manipulieren, das Licht zu brechen und einen aktiven Tarnungseffekt zu erzeugen. Dieser Achtung vorübergehende, also ist nicht durchgehende, Effekt kann genutzt werden, um unerwünschte feindliche Aufmerksamkeit zu entgehen. Warnung! Die aktive Tarnung wird bei dramatischen Exo-Anzugmanövern wie der Aktivierung des Jetpacks oder der Aktivierung der Multiwerkzeug-Waffensysteme abgebrochen. Also auf Deutsch, sobald ich feuere, bin ich sichtbar. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein guter Einkauf war. Jetzt im Nachhinein. So, wie sieht's wettertechnisch aus? Nee, immer noch. Immer noch Sturm. Mist. Ich sehe jetzt hier außen raus auch nicht so viel. Was ist das denn hier? Ein Mineral! Tatsächlich vor der Höhle, wo ich mich verkrochen habe oder die ich mir gemacht habe. Super. So, da waren es nur noch vier. Vier Mineralien brauchen wir noch. Sind aber auch unleidlich, ne? Immer diese... Junge, diese Stürme. Okay, also ich sehe schon, wir haben hier eine leichte Radioaktivität, beziehungsweise die Toxik ist relativ hoch. Ich trete da mal einen Schritt zurück, ne?
ob wir so ein bisschen abgeschirmt sind hier von dem ganzen Bums. Oh, hier wird es sogar noch wärmer, wenn wir ins Innere gehen. Das ist interessant. Okay. So, die Nacht ist vorbei. Ich hoffe, der Sturm ist dann auch mal vorbei. Der kann doch jetzt nicht Tag und Nacht wüten hier. Junge. Okay. Gute Nachrichten. So, da ist der Felsen, den wir gescannt haben. Da hatten wir richtig Glück, dass wir den noch gefunden haben. Durch Zufall. Das haben wir schon wieder alles. Warte mal. Ist versteckt, aber den hatten wir auch schon. So, irgendjemand noch nicht gescannt. Bitte melden. Okay. Kennen wir schon alles. Mist. Mist, Mist. Die beiden da. Okay. Alles schon gescannt. Jetzt haben wir hier beschädigte Maschinerie. Da kümmern wir uns gerne drum. Jetzt wieder Naniten. So, hier haben wir jetzt auch wieder so ein Loch, so eine Höhle. Ich hoffe, da ist ein bisschen mehr drin als in der letzten. Warte mal. Gibt's hier keine richtigen Höhlen, verdammt nochmal? Wieder ein Schuss ins Leere hier. Also irgendwie tut der Regen meinem Outfit hier auch nicht gut, ne? Sieht irgendwie so grün-schleimig aus. Das ist nicht schön. Und ehrlich gesagt, grün steht mir überhaupt nicht. Dass wir auch so ein bisschen aus der Ferne scannen können. Nicht aggro werden hier, ja? Ich mache hier nur meinen Job. Zwar der falsche Laser, aber derselbe Effekt. Okay. So, hier haben wir einiges an Steinen. Warte mal. Beziehungsweise Mineralien natürlich. Also es ist wirklich so die Suche der Nadel im Heuhaufen irgendwie gerade.
Man ist klar, ne? So einfach will man es uns ja auch nicht machen. Ja, natürlich. Und wieder ein Sturm. Ah, Schiff ist schon Sichtweite. Komm, einsteigen bitte. Okay, ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter weg. Jetzt sehen wir natürlich gar nichts mehr durch den mistigen Sturm hier. Boah! Ja, eben. Junge. Ich muss hier gerade aufpassen, weil durch den Sturm sehen wir gar nicht, wie hoch wir fliegen gerade. Oder tief. Ich will jetzt mal sehr vorsichtig ein bisschen tiefer gehen. Kreuz und quer. Okay. Lass mich kurz umgucken. Haben wir irgendwie eine Möglichkeit, uns hier irgendwo einzubuddeln oder irgendwas? Sonst müssen wir hier tatsächlich wieder warten. Also die Stürme kommen hier relativ schnell hintereinander, ne? Das ist wirklich ungünstig. Und ich muss mein Schiff mal umbenennen. Wieso heißt das immer noch Segen 6? Ich mag den Namen nicht. Lass mir da noch was einfallen. Ich erwische aber auch immer solche komischen Planeten, ne? So, komm jetzt, jetzt ist mal Zeit hier. Junge. So, muss ich aber wenigstens meinen Exo-Anzug dann kurzzeitig erstmal aufladen kann. So. Giftschutz, Hitzeschutz, Kälteschutz. Ist alles aufgeladen sonst. Was das sagt das Multi-Werkzeug hier? Verdichteter Kohlenstoff, bitteschön. Da ist noch fast voll, da brauchen wir nichts machen. Passt. Ja, Gott sei Dank. So, dann können wir langsam aussteigen hier. In der Hoffnung, dass wir jetzt was Neues noch finden. So, hier toben so ungefähr dieselben Viecher wieder rum. Was wächst hier so schönes? Moment. Vielleicht können wir noch was mitnehmen, schnell. Sternendorn. Also Sternknolle. Die Pflanze ist natürlich der Sterndorn. Ne? So. Was zum Köcheln oder Verkaufen oder beides. Müssen wir mal gucken. Was? Ach, hör doch auf.
So. Könnt ihr von mir aus machen, was sie wollen. Wir sind jetzt hier. Und siehst du, hier sind die Mineralien. Die können da oben ihr Kasper-Theater machen. Und wir scannen die schon. War das schon alles hier? Kobalt, die Wasserstoff. Geht's hier weiter? Ah, okay. Ich weiß gar nicht, wie heißen die Dinger, die nach oben gehen, die Mineralien? Sind das Stalagniten? Schon, ne? Oder sind das die, die von der Decke hängen? Ja, wie die zum Beispiel. Ne, Moment. Stalaktiten sind die, die nach oben gehen. Und ich glaube, Stalagniten sind die Mineralien, die sich nach unten bewegen. Glaube ich. Der alte Mann ist jetzt nicht ganz sicher. Wenn ihr es besser wisst, lasst es mich mal wissen. Unterirdisches Relikt. Werbewürfel. Den nehmen wir mal mit. Naja, da hat sich doch der unterirdische Besuch schon mal gelohnt. Ach, schade, ich dachte, es wären auch noch Mineralien. So, Leute, es fehlen uns nur noch zwei Mineralien. Jetzt ohne Scheiß, ich glaube mittlerweile, dass es auch insgesamt nur noch zwei auf diesem Planeten gibt. Ohne Witz. So, solange jetzt wieder kein Wetterumschwung ist, schwingen wir uns kurz in die Kiste. Und schauen mal, ob wir einen See finden oder irgend sowas. Oder ein Meer vielleicht sogar. Oh, guck mal. Wie bestellt. Ja, so muss es sein. Sehr gut. Gerade rede ich noch davon. Aber dann gucken wir nochmal unter Wasser. Wird doch gelacht, wenn wir da nicht noch was finden. So. Auf geht's. So, den ganzen Bums hier kennen wir. Jetzt brauchen wir mal schnell einen Minilaser. Jawohl. Das nehmen wir mit. Das natürlich auch. Und den. Läuft. Schon sehe ich da was rumliegen. Aber das ist ein anorganisches Objekt. Kein Stein. Oder Mineral in dem Fall. Okay. Dann gucken wir mal kurz hier. Da war was. Da haben wir einen. So, Moment. Ist das schon nochmal 7 oder 8? Na komm. Haben wir die schon voll? Leute, wir haben sie. Mein Gott. Wie schön. Sehr schön. So, wollte ich mein Schiff abgestellt da drüben? Ach. Komm hier, weg. Die Viecher gehen mir richtig auf den Zeiger. Also jetzt für 10 publige Mineralien. Fast eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Junge, Junge. Okay. Dann geben wir den Bums mal schnell ab und holen uns unsere Belohnung ab. Auf geht's. Was? Leuchtkraftantrieb nicht verfügbar? Okay.
Oh. Eine Nachricht von der Flotte. Moment. Gucken wir uns natürlich sofort an. Hä? Wieso? Ich denke, ich kriege eine Nachricht hier. Hallo? Okay. Dann nicht. Dann geht's weiter. Was haben wir hier? Silber. Okay, nehmen wir mit. Schade. Gut, dann schauen wir mal nach der nächsten Raumstation, weil ich habe das Gefühl, genau dort. Ja, können wir nämlich unsere Entdeckung schon wieder abgeben. Also es waren planetarische Störungen gerade. Ich habe mich schon gewundert, weil ich hatte den Antrieb eigentlich schon wieder aufgeladen. Let's do it. So, haben wir die Kollegen schon besucht? Nee. Dann unterhalten wir uns mal kurz, ein bisschen Sprache lernen. Was? Dein Gag-Diener hat mir gesagt, dass du kommen würdest. Der will für uns arbeiten, oder? Die große Wächterjagd beginnt. Lass uns das Gragra inhalieren, was? Frau Strecker, Jis verspricht, in meine Welt zu reisen und mein neues Waffenterminal zu nutzen. Ja, mach das. Ich werde mich an der Bluternte erfreuen. Aber sag mir, muss ich für meine Anreise selbst bezahlen? Ja, also die Spesen, das musst du mal mit der Geschäftsführung ausmachen, das weiß ich nicht. Tot, 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 freu dich. Ja, tot, sehr schön. Okay, wir nehmen hier einfach mal so ein paar Sprachfetzen wieder mit. So, was ist mit dir hier, Kollege? Wehrpflichtiger? Also die Viken kann man schon relativ gut verstehen mittlerweile. Oh, hier haben wir mal wieder einen Reisenden. Der verlorene Reisende. Okay. Oh Gott. Ja, wir philosophieren hier, also da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Okay, scheint eher so ein intergalaktischer Immobilien. Händler zu sein, keine Ahnung. Ha! Jetzt habe ich auf doof noch eine Warpzelle bekommen für Lau. Sehr schön, danke. Glaubst du nicht, dass ich meine Hintern da bewege, Freund der Sonne? So. Da haben wir einen Korvax. Ah, da müssen wir noch ein bisschen lernen, dass wir die richtig verstehen können, aber es geht schon so einigermaßen. So, da haben wir schon über die Hälfte der Belegschaft durch. Ich kürze es hier so ein bisschen ab, ne? Dass wir hier mal weiterkommen.
So, ich glaube, damit müssen wir die Kollegen jetzt alle durchhaben. Okay. So, jetzt gehen wir mal zum Organ. So, Mission einreichen. Bitteschön. Dafür gibt es 45.735 Units. Und wir kriegen einen Punkt im Entdecker ansehen. Jawohl. So, was hat er denn hier sonst noch zu bieten? Weekend-Mission. Mach ein Foto von einer gefrorenen Welt. Gegenstand abliefern. Entdecker-Mission. 15 Kreaturen eliminieren. Ja, eliminieren. 15 verschiedene. Moment mal. Der Kunde möchte die lokale Wildtierpopulation regulieren. Er sucht die Hilfe eines kühnen Entdeckers, der den geifernden Mäulern einer jeden Kreatur trotzt, die sich ihm in den Weg stellt. Der Kunde überlässt die Tötungsmethoden allein dem Ermessen des Jägers. Also nicht eine bestimmte. Insgesamt 15, oder wie? Aber was ist die eine Belohnung? 147 Nanit? Das ist ja nichts, ne? Das ist ja schon fast geizig. Nee. No deal. Muss ich leider so sagen. So, wo ist unser flotter Schnitten? Da ist er. Ja, Nabend. Willkommen zurück. Ja, anlässlich des Updates habe ich mich mal wieder auf die Socken gemacht hier. Bin gerade auf dem Weg, ein bisschen abbauen, ein bisschen gleich mal in der Anomalie gucken. Ich wollte auch nochmal mit Narda sprechen, weil ich glaube, von der kriegt man die Mission, wo man die neuen Lebensformen auch kennenlernt. Wollte ich mal sehen, ob wir da schon Zugriff drauf haben. Und wenn da eine schöne Mission im Nexus ist, mal sehen. Vielleicht machen wir die. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Der da sieht auch sehr lecker aus. Den würde ich auch noch mitnehmen. Ja, wir wollten die Anomalie rufen. Das machen wir jetzt mal. Und da ist er. Ja, wir sind natürlich wieder unterwegs mit Lord Helmchen, wie wir ihn so schön nennen. Oder wie du ihn so schön nennst. Ich hab's einfach mal übernommen. Weil es stimmt, es passt. Mal sehen, was hier noch so los ist. Okay, da sind wir. Sind sogar einige Kollegen hier unterwegs. Sehr schön. Ja, man merkt es Wochenende, ne? Da sind dann schon mal ein paar Leute unterwegs. So, dann lass uns mal schauen, was Nada zu sagen hat.
drängelt der hier? Junge. Wie, Nada hat sich in sich zurückgezogen. Sein Licht pulsiert, aber er sagt nichts. Die Entität hat nichts mehr hinzuzufügen. Okay. Wie soll ich denn von ihr die Mission kriegen für die neuen Kollegen hier? Gucken wir mal mit Polo. So. Nach Atlas-Stationskoordinaten fragen. Ja, können wir mal machen. Okay. Das hatte ich mir jetzt anders vorgestellt. Nämlich, dass Nada mir irgendwie sagt oder eine Mission gibt, wie ich die finde. Oder ist es ein Teil der Hauptmission, die ich jetzt nicht so toll finde? Das finde ich ja doof. Da wäre ich genötigt, die Hauptmission zu beenden oder vollständig zu machen, die ich jetzt nicht wirklich prickelnd finde. Das Einzige, was ich an No Man's Sky nicht so prickelnd finde. Okay. Er will auch jetzt keine Daten. Das ist irgendwie sehr merkwürdig hier heute. Okay. Lebende Perlen. Nee, da sind wir raus. Läuft ja gar nicht mal so gut heute hier, ne? Wo treibst du dich eigentlich gerade rum hier, Dorfklavier? Hab gar nicht geschaut, ich hab nur gesehen, dass du online bist. So, währenddessen schauen wir mal kurz in den Nexus. Gestrandete Lebensform retten, biologische Faszination. Verdorbene Wächter, hacke eine Wächtersäule. Entschuldigung. Ein Außenposten errichten. Was gibt's dafür? Sternschildbatterie 5x. 335 Nanit. Gestrandete Lebensform. 1800 Quecksilber. Und lebendes Glas. Ist ein Wochenendereignis. Mal probieren. Ach, schaut fern. Du hast ein Intro erstellt für YouTube? Ja, Respekt. So, mal sehen, ob wir da Mitspieler kriegen. Bin ich mal gespannt. So, schauen wir mal auf die Mission. Die Anomalie wurde auf einen Anstieg von Wächteraktivitäten in einem nahen System informiert. Der Konflikt scheint beendet worden zu sein, aber ein hartnäckiges Notsignal sendet noch immer aus diesem Bereich. Nada und Polo weisen fast jedwedes mögliche Verbrechen als irrelevant zurück und bitten die Reisenden, alle Überlebenden am Unfallort beizustehen. Bei allen Überlebenden. Ich lese mir heute einen Wolf. Kennst du diese Tage? Als wenn ich jetzt... Ich habe Brille auf, ne? Als wenn ich jetzt hier ohne Brille lesen würde. Moin. So, kommt da noch einer? Jawohl. Spawnkiller. So, kriegen wir den vierten noch voll? Ja, drei reichen, oder? Okay. Feind meines Feindes. Okay. Kann mir jemand sagen, wo ich geparkt habe? Okay, nein. Peinlich.
Okay, los geht's. Tatsächlich die erste Nexus-Mission, die ich mit anderen Spielern zusammen mache. Die meisten habe ich eher allein gemacht dann. Soweit möglich. Okay. Wo ist unser Ziel? Da. Okay, ich sehe schon. Deine Kollege ist schon da. Dann mal schnell hinterher. Planetare Anomalie. Okay, das klingt interessant. Wieso hakt's jetzt? Was ist das denn? Das habe ich noch nicht erlebt. So. Das habe ich jetzt wirklich das erste Mal erlebt bei No Man's Sky, dass wir rausgeschmissen werden. Das war jetzt sehr strange. Oh, hier haben wir, glaube ich, ein kleines Update-Problem. Das ist sehr ärgerlich. Jetzt hatten wir gerade eine Nexus-Mission gestartet und das Spiel ist abgeschmiert. Ja, ist dein Intro hier schon online? Dann gucke ich mir das mal gerne mal an. Beziehungsweise, habe ich deinen Kanal? Ich glaube, ja. Tatsache, der hat abgebrochen. Jo, also Mission ist dann auch weg, ne? Boah, da kriege ich Hals. Da kriege ich nur wirklich Hals. So, jetzt sind wir immer noch in der Spielersuche hier. Aha, jetzt sind auch wieder Kollegen zu sehen. Aber das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Ärgerlich. Also, tatsächlich, also es ist nicht bei mir allein, das ist ja tatsächlich ein Bug scheinbar, ne? Ist es auch so eingefroren wie eben gerade? Merkwürdig. Ich versuch's nochmal. Das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Die sollen jetzt nicht anfangen, da. Jetzt haben die so lange so gute Arbeit geleistet. Und jetzt fängt so eine Spinnerei an. Jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit. Jetzt wird ja so ein bisschen gesucht hier, ob da noch Spieler mit reingehen. Ich finde, nach dem ersten Blick auf Starfield
gerade so was das Kartografieren angeht von Planeten und Lebensformen, haben sie ein bisschen abgeguckt bei No Man's Sky. Hast du nicht auch das Gefühl? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, No Man's Sky und auch bei Elite Dangerous haben sie so ein bisschen mal Blick nach links und rechts. Sie haben es auf ihre eigene Weise umgesetzt. Aber es erinnert mich stark an die beiden Titel. Was ich nicht schlecht finde. Wenn man das Beste aus beiden Welten hier verbindet in einem neuen Game, dann ist es für mich auch völlig okay. Ja, nee, aber die Grundideen sind ja auch gut und warum sollte man sie nicht nochmal verwenden, wenn es gut gemacht wird und was Neues draus entsteht? Das ist meine Meinung. Na, kommen da jetzt noch Leute mit dazu oder nicht? Ja gut, die drei, die ich eben gerade hatte, die werden wahrscheinlich denken, dass ich das mit Absicht gedroppt habe, was natürlich nicht der Fall ist. Die werden sich wahrscheinlich jetzt nicht nochmal neu reinmelden. Weil ich glaube, das ist eine Wochenmission. Ich glaube, da musst du auch... die ist ein bisschen schwerer. Ich glaube, da musst du auch zu dritt oder zu vier dran. Schade, Mensch, das wäre meine erste Mission mit Mehrspielermodus, also auch mit mehreren Spielern tatsächlich mal gewesen. Wie gesagt, die bisherigen Nexus-Missionen, die leichteren, die habe ich alleine auch gemacht teilweise. Ne, der hat so nix. Schade. Was haben wir denn noch? Was? Aktiviertes Imeril sammeln. Ich hätte mir eigentlich vorgestellt, dass im Nexus mehr geht bei den Missionen. Aber wenn du alle Missionen hier durchschaust, sind alle noch leer. Oder die haben alle dasselbe Problem und nach dem ein, zwei Versuchen noch keine Lust mehr, keine Ahnung. Das ist ja richtig doof. Ich überlege gerade, wie wir das jetzt machen. Oder ob wir jetzt in ein ganz anderes System fliegen und ganz einfach der Nase nach, weißt du? Ja, also ich habe so das Gefühl, dass wir das Beste aus beiden Welten kriegen, ne? Elite Dangerous, No Man's Sky, vielleicht noch der ein oder andere Titel, aber alles eben halt in dem Stil und natürlich auch mit den schönen Stories. Ich meine, Bethesda hat immer schöne Storywriter gehabt und gute Storywriter, die gute Stories auch geschrieben haben. Also da habe ich schon sehr viel Hoffnung drin. Das als Kombination, glaube ich, wird eine richtig geile Sache. So, jetzt lass uns mal gucken. Wie sieht es eigentlich mit meinen Basen aus hier? Beziehungsweise, wo ist eigentlich meine Flotte aktuell? Da. Ja, wir reisen mal in die Eukalypt-Galaxie zu unserer Flotte, zu unserer Frachterflotte. Denn, by the way, ich sollte auch mal wieder meine Flotte losschicken, dass die ein bisschen für uns arbeiten. Jetzt lass mal gucken, erstmal ganz kurz, wie viel Fregattentreibstoff wir noch haben. Hier haben wir 250 Tonnen. Haben wir irgendwo noch was gelagert? Moment. Nope.
Habe ich noch Rohstoffe, dass ich noch mehr produzieren kann? Ja, Tatsache. Okay. Warte mal, was brauche ich denn dafür? Diewasserstoff, okay. Tritium habe ich genug. Diewasserstoff sollten wir mehr haben. Okay. Jetzt schauen wir erstmal, was für Missionen bereitstehen. Hier, Kollege. Sag mal an. So, potenzielle Expedition ansehen. Schauen wir mal. Bester Moment von Emil Dirre. Industrieexpedition. Schwierigkeit 2. Dauert 5 Stunden. Warte mal, was für Schiffe haben wir denn dafür? Dafür hätten wir die Ankukak und die Matorigu. Die Namen kann keiner aussprechen, ich mach's trotzdem. Ja, okay. 100 Tonnen Treibstoff, das ist okay. Feuer frei. So, dann prüfen wir mal nach, ob das alles glatt gegangen ist und die Jungs auf dem Weg sind. Jawohl, ja. Da sind unsere beiden Industrieschiffe. Die sind auf dem Weg. Wunderbar. Dann machen wir uns mal runter zum Dock. Suchen unser Schiff. Dann gucken wir mal, ob wir noch das ein oder andere unbekannte System hier scannen und erschließen können. So, was haben wir denn hier für Planeten? Habe ich die schon alle... Warte mal. Nee, die habe ich noch nicht alle entdeckt. Das ist interessant. Ich dachte, die hätte ich schon alle... drüber Planet. Ja, sie geht ja wieder super los. Ich bin begeistert. Jetzt sehe ich gerade, haben wir hier... noch so ein bisschen was zu bauen. Das nehmen wir natürlich mit hier. Tritium. Brauchen wir immer. Brauchen wir natürlich übrigens auch für unsere Frachtraketen. Die will ich natürlich auch noch ausprobieren. Eiskalter Planet, den habe ich entdeckt. Yes, Sir. Sonst noch was? Kakbu. Es ist kein guter Name für Planeten, finde ich. Kakbu, ja. Was haben wir da? Ja, auch noch ätzender Planet. Also reizvoll klingen die alle nicht, ne? Das ist, Schimmel und was weiß ich alles. Warum muss ich immer so Loser-Planeten denken? So, was gibt's denn hier? Trüb? Naja. Aggressive Wächter. Also ich denke, die Tendenz zum Gaming-Amok liegt im Bereich des Möglichen. Ich sage mal Wahrscheinlichkeit 80% aktuell. So, wir nehmen jetzt mal den Akoma 91 N4, weil der ist noch unentdeckt. Da sind wir noch nicht drauf gelandet, ich noch nicht drauf gelandet. Das heißt, das holen wir jetzt mal ganz flugs nach. Ich glaube, das ist auch der... Ja, ich bin da auch ziemlich sicher. Es könnte auch sein, dass ich entgegen meiner Einstellung und Statement und dem, was ich geäußert habe, mir doch noch das Pre-Order-Paket hole. Ich weiß es nicht. Momentan geht dies betreffend eine Menge in mir vor, was das Spiel betrifft. Du weißt, du kennst mich so ein bisschen mittlerweile. Ne? Bei solchen Spielen bin ich dabei. Ne? Das ist... Die kratzen mich auch. Ne? Das ist... Ja... Und ich meine, du hast ja auch gesehen, was wir alle jetzt mittlerweile auch schon zu sehen bekommen haben. Ne? Es ist schwierig.
schwierig. Es ist schwierig. So, Ebola, ein trüber Planet. Was ist das denn da? Ist das eine Station? Was muss ich sagen? Nee, das ist ein... Pflanzen oder Mineralien, keine Ahnung. Sehr strange und riesengroß. Okay. Gehen wir mal runter. Ich bin gespannt. Ja, ich glaube, da geben und nehmen wir uns nicht viel. Aber ich finde, es spricht jetzt gegen ein bisschen erwachsen verrückt sein. So. Scannen wir gleich mal fröhlich los. Aber wir sollten uns gleich mit dem Gedanken anfreunden, dass mit aller Liebe, die wir jetzt schon irgendwie schon haben zu Starfield, warum auch immer, es wird eine teure Liebe, glaube ich. Und eine sehr zeitintensive, ja. Also ich glaube, wenn das Ding mich packt, dann werden einige Projekte jetzt erstmal so ein bisschen, ich sag mal, Ruhe haben. Oder ein bisschen zurückgestellt werden. Was ist das? Ja, wir alle wissen, was passiert, wenn ich jetzt einen davon aufhebe. Deshalb warte ich jetzt mal kurz damit. Zumal wir hier aggressive Wächter haben. Oh, das sieht ja nett aus hier. Ein natürlicher Schutz. Sehr schön. Gefällt mir der Planet. Mit Wartehäuschen. Alter, ich glaube, die würden sogar Geld zahlen, wenn er nicht anheuert. Ich glaube, so weit ist es schon. So, noch nicht identifiziert, aber ich mache die erstmal alle. So. Wir wollten ja einen von diesen Riesendingern da mal scannen. Weil ich möchte mal wissen, was das ist hier. Was haben wir hier? Noch mehr Gravitinobälle. Und? Ja, natürlich. Jetzt kommt sofort. Haha, jetzt kommen die Jungs gleich an hier. Guck dir das an. Ich buddel mich mal kurz ein. Hehe, sucht mal schön. So. Countdown läuft. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Verarscht. Das ist nicht Cheaten, das ist Intelligenz. Thank you.
Ja, wer bist denn du? Ja, Hallöchen. Guten Tag. Ja, ihr könnt gerne weiter so. Ich bin schon lange weg. Das ist intelligentes Spielen. Man muss nicht alles mit Waffen lösen. Es lassen sich sehr viele Sachen mit ein bisschen Intelligenz lösen. Sagen wir es mal so. Exo-Anzug-Upgrade-Karten. Ach du Liebe. Navigationsdaten. Sonst noch was am Start hier? Warte mal. Hier, großer Einkauf, ne? Alles für lau. Gefällt mir. Darth Peru. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Überall poppen diese Gravitino. Deshalb sind die auch so aggressiv, weil der ganze Planet voll ist mit dem Mist. Habe ich auf dieser komischen, trüben Welt überhaupt schon eine Station? Warte mal. Entdeckung, bla bla bla. Nee, scheinbar nicht. Oh, einen Planeten habe ich noch gar nicht. Den größten sogar. Gibt es denn sowas? So, wir machen kurz mal hier eine Hochladung. Schön, so. Ah, hier, da sind die Dinger. Ey, die kannst du auch nicht scannen. Okay. Schade. Schade. Also ich glaube, bei Starfield, bei der Anfang wird, glaube ich, so ein bisschen langatmig, weil ich werde, glaube ich, mich so richtig reinwerfen in diesen neuen Charakter-Editor. Das wird ein bisschen dauern, bis wir losfliegen. Gleich als Vorwarnung. Weil ich glaube, mit dem Charakter werden wir dann relativ lange, glaube ich, auch unterwegs sein. Dann sollte der auch schon passen, ne? Oh, eine Geode. Das ist immer gut. Ich bin echt am Überlegen. Das ist jetzt bis jetzt jedenfalls, bis zu diesem Zeitpunkt von den gesamten Planeten, uns fehlt ja jetzt nur noch einer, ne? Ist das eigentlich der einzige, wo man sagen könnte, okay, da könnte man einigermaßen leben. Das wäre dann also auch so der einzige, wo ich eine Station hier bauen würde in dem System. Ist zwar ein bisschen trüb, aber sonst eigentlich gar nicht so übel. So, was kriegen wir denn hier? Die Wasserstoff, sehr gut. So, dann gucken wir mal hier. Verdichteter Kohlenstoff. Gesundheit ist bereits auf Maximum. Ups, jetzt nicht mehr. Okay. Bisschen dunkel hier, ne? Hab's nicht kommen sehen. So, schauen wir mal.
was hier in der Butze los ist. Kobalt und Silber in einem Gestein. Das ist natürlich eine Sache, ne? Kann man machen. So, jetzt die Fachfrage an dich. Ich weiß nicht, hast du das vorhin mitbekommen? Hier. Die, die nach oben gehen hier, die Mineralien, die nach oben wachsen, das sind doch, glaube ich, Stalaktiten. Und die, die von der Decke gehen, sind Stalagniten, oder? Ist doch richtig, oder? Ich war mir da nicht ganz sicher. Ressourcenansammlung. Oh, wir haben hier ein unterirdisches Reservoir an Kupfer. Wie cool ist das denn? Gehen wir mit. Das hier eigentlich gar nichts. Deko. Okay. So, irgendwo muss ich doch hier auch wieder rauskommen. Ups. Gleich Wächter unterwegs hier. So, will ich nur aufpassen hier. Ups. Echt jetzt? Kommt der hier rein oder nicht? Ja, die sind wirklich ein bisschen aggro hier. Da buddelt man sich unschuldig hier durch die Gegend. Schon hat man wieder Stress. Ja toll, da gibt es die Antwort. Google. Scherzkeks. Hätte ich dir nicht fragen brauchen. Hätte ja sein können, dass du das weißt. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis die Herrschaften sich da ein bisschen beruhigt haben. Das heißt, wir nutzen noch mal kurz die Zeit und hauen mal diesen Müll hier in die Raffinerie. Dann wird daraus wenig das Vernünftiges, Nützliches hier. Dann machen wir aus dem verrosteten Metall kurz hier Ferritstaub. So, packen wir hier rein. Los geht's. Ich liebe ja diese mobile persönliche Raffinerie, ne? Eine der besten Sachen. Kannst zwar nur Grundmaterialien mitmachen, aber finde ich okay.
So, wunderbar. Damit haben wir den Ferritstaubvorrat wieder deutlich aufgestockt. Sogar komplett aufgebraucht hier den ganzen Bums. Super. Wächter sind wieder deaktiviert und sobald ich rauskomme, natürlich wieder aktiviert. Was ist mit den Jungs verkehrt am Mann? So. Hat auch noch eine sanfte Landung gekriegt hier. Ich finde es schade, dass ich diese Riesenteile hier nicht scannen kann. Ach, jetzt kommt kein Wächter, ne? Wo ich hier... Doch. Okay. Nehmen wir mal kurz die Beine in die Hand hier. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob wir hier was bauen. Oh, hier wieder ganz viele Gravino-Bälle. Es wäre eigentlich eine Idee, neben so einem Standort eine Basis zu bauen. Und dann bringen wir die Wächter zum Wahnsinn. Jedes Mal, wenn wir ernten, verkrümmeln wir uns ins Gebäude und Schulze ist. Heißer Sturm. Ah, gut. Gravinos, Gravinos, Gravinos. Da unten wäre es flacher, ne? Da könnten wir besser bauen, wenn dann. Ich mach doch gar nichts. Was wollen die von mir? Ich flieg hier so ein bisschen Sturm. Weil ich heute größenwahnsinnig bin. So, jetzt wird ein bisschen gekleidet. Ah. Ist doch alles keine große Sache hier. Was will er denn? Ja, eben. Ja, aktiviert euch. Und da ist schon der nächste, ne? Kannst du nicht ausdenken. Du bist schon für deine Existenz hier gejagt. Wo ist mein Schiff? Kann mir irgendjemand sagen, wo mein Schiff hier ist? Landung nicht möglich. Doch, da. Jetzt wäre schnell mal Unterschlupf suchen hier. Weil der Sturm ist doch sehr unangenehm. So, jetzt mal schnell hier aufladen. Gesundheitssysteme. Muss mir mal ein bisschen Sauerstoff suchen, sehe ich gerade. Die Luftreiniger könnte ich auch mal wieder aufladen. Ionenakku. Könnte ich sogar herstellen. Warte mal. Zack. So. Zack. Und jawohl. Einfach pilzartig Luftreiniger. Ein starkes Upgrade-Modul für Giftschutz mit dem Potenzial, Giftschutz und Giftschild drastisch zu verbessern. Okay. Aber das Problem ist hier nicht Gift, sondern die extreme Temperatur.
Aber hier wäre jetzt sehr schön. Löst sich wieder auf. Hier hätten wir eine schöne, oder sagen wir mal, ebenere Fläche zu bauen. So, schleichen wir mal wieder raus hier. Müsste nur mal die Fläche so ein bisschen einebnen. Dass wir hier eine gerade Baufläche haben, mehr oder weniger. Mal. Das hier sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Einigermaßen. Warte mal. Ich baue noch doch. Niemand kommt und hält mich auf. Das ist schön. So. Sehr schön. Gut. Dann bauen wir jetzt mal schnell einen Basiscomputer. So. Hier fangen wir mal an. Und nehmen das Ganze in Beschlag. So, dann such mal. Ort beanspruchen. Jawohl. So. Und wieder eine Station gesichert in den Weiten. Alles. So. Dann kommen wir zum Wichtigsten. Wir fangen an zu bauen. So, habe ich jetzt eigentlich auch die Fundamente eigentlich mal mir besorgt? Ja. Okay. Weil die finde ich gar nicht so unwichtig, gerade wenn du so unebene Gebiete hast. Genau aus dem Grund machen wir jetzt hier auch einen zylindrischen Bau. Oh, uns fehlt reines Ferrit. Aber wir dürften, Gott sei Dank, noch genügend Ferrit im Rucksack haben, um das schnell anfertigen zu können. Warte. Ferritstaub. Zack. Los geht's. Feuer frei. So, Gold und solche Sachen sollten wir auch haben. Kupfer haben wir auch. Jetzt zur Erstellung von Solarpanels zum Beispiel, dass wir auch gleich eine Stromversorgung haben. Das sollte eigentlich alles im Rahmen des Möglichen sein. So, das sollte erstmal reichen, weil wir wollen ja jetzt auch nur erstmal... Moment... Einen Kuppelbau machen, einen Zylinderbau, Entschuldigung. So. Zack. Bam. Da ist er. Und ich mag ja am liebsten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich mag die Holotüren eigentlich am meisten. Weil da musst du keine große Elektrizität verbauen. Das finde ich sehr angenehm. So, Treppchen gibt es auch dazu. Schon Home Sweet Home haben wir die ersten Schritte gemacht zu einem netten Eigenheim auf diesem trüben Planeten. Ah, jemand hat unsere Ankunft bemerkt, habe ich das Gefühl, weil ich sehe hier schon wieder zwei Wächter angezeigt. Ich sehe sie jetzt aber noch nicht. Aber ich habe das Gefühl, sie haben meine Ankunft bemerkt. So, ich glaube, wir brauchen auch mal wieder Glas. Okay. Okay, das ist das, das ist das. Schauen wir mal nach der Technik hier. Ja, ich bräuchte ein bisschen mehr Gold und Metallplatten. Die Metallplatten sind jetzt weniger das Problem. Ich habe bloß jetzt leider nicht so viel Gold mit, wie es aussieht. Ja, nur 12 Einheiten. Das ist ein bisschen wenig. Dann muss das noch ein bisschen warten hier. Aber das Glas, das sollten wir hinkriegen. Wer bist du denn? Kennen wir uns schon? Nee.
Oh, da haben wir Gravino Balls. Komm, wir probieren das jetzt mal aus. Jetzt bringen wir mal hier die Jungs auf die Palme. Ha! Genial platziert. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Ja, dann sucht mal. Was mir auch aufgefallen ist, wenn sie in dein Haus kommen, schießen sie nicht oder können nicht schießen. Da kannst du raufballern wie ein Bescheuerter, ne? Aber dazu müssen sie drin sein. Ja, ihr sucht mal schön weiter. Also die Gravino Balls können wir auf jeden Fall dann später teuer verkaufen. Also pro Stück sind da scheinbar 40.000 Units. Ja, das war schon wieder. Gut, wir brauchen Glas. Was brauche ich nochmal für Glas? Bin gerade überlegen. War das nicht Silikatpulver? Was brauche ich für Glas nochmal? Steht jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Achso, wir wollten ja auch mal diese Warnraketen natürlich auch aussuchen. Und probieren, wie die funktionieren. Scheint, dass ich unter Beobachtung bin hier. Geht nur deines Weges. So, ich bin jetzt mal gespannt, ob mir einer nach drinnen folgt. Nee, ist noch keiner so doof. Was ist das denn? Also Erde, ne? Doch richtig. Ha! Haben wir wieder einen erwischt hier. Ist das ein Hausbesuch hier oder was? Ich spiele mal heute den Wächterschreck hier. Ah, da war gerade hier dieses Nachlademiststück. Wenn dann im Flug repariert, das finde ich mal wunderbar eklig. Ja, wir machen uns Freunde heute. Ja, komm ein, tritt ein, bring Geld herein. Wo bist du hin? Ich hab noch einen für dich. Oder zwei. Bloß nicht.
Ja, der Minenleser geht manchmal auch sehr gut. Projektilmunition, genau, die haben wir gebraucht. Nur näher, Problem damit. Bitte. Noch jemand ohne Fahrschein hier? Ach, jetzt muss ich noch sterben. Okay. Naja, ihr macht's ja mal so euer Ding, ne? Ich beschäftige mich anderweitig erstmal. So, Landefeld, das brauchen wir zwar 10 Metallplatten, Ionakku, Mikroprozessoren, 2 Stück. Ist ja generell erstmal keine schlechte Idee, ne? Aber ich will schon Fenster haben hier. Wenn ich das Elend auch sehe. Warte mal. Hab ich noch... Silikatpulver. Ja, genau, Glas. Let's go. Okay, also wir sehen schon, die Glasherstellung dauert hier ein bisschen länger. So, da das ja aber unser internes Gerät ist, können wir den jetzt schön weiterarbeiten lassen, während wir ein bisschen weiterbauen hier. Ah, die tauchen nicht sofort im Inventar auf. Doof. Dann müssen wir doch kurz warten. Na. Das reicht jetzt eigentlich, ne? Wir machen jetzt hier mal kurz Verarbeitungspause, bevor wir uns hier die Augen verdrehen, hier beim Zugucken, bis er es da mal produziert hat. So, großes Glaspaneel, genau. So, machen wir mal eins hier hin und eins dahin.
Jetzt wollen wir so ein bisschen den Blick auf den Feind haben. Oh, ein Reisemeilenstein. Warte mal, was kriegen wir hier? Champion! 50 Wächter zerstört. Also von dem einen oder anderen müsste hier auch tatsächlich sogar noch, glaube ich, was rumliegen. Das habe ich jetzt leider nicht überall gesehen, wo die hingefallen sind, die Kollegen. Echt jetzt? Dann unterdrück mal, mein Freund. Ich warte hier auf dich. Hey, magst du auf den Tee reinkommen? Achso, ich habe ja noch gar keinen. Fällt mir gerade ein. Hey, sorry. Na? Blindschleiche? Ich bin hier drin. Die einfachen Wächter sind schon ziemlich dümmlich. Muss man ganz einfach sagen. Kannst am Fenster stehen, kannst winken, weißt du? So, jetzt machen wir aber immer noch einen Kopf, wie ich an Gold komme. Kann ich denn schon ein Wirtschaftsterminal bauen? Terminal des galaktischen Marktes. Dafür bräuchte ich 3 Mikroprozessoren. Weil im Fall des Falles könnte ich dann direkt von hier aus handeln bzw. einkaufen. Weil Abbau gestaltet sich ja hier dann ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen. Was brauchen wir denn für den Mikroprozessor? Ich ahne schon. Warte mal. Dazu bräuchten wir Kohlenstoff-Nanorohr. Und dazu brauchen wir Pflanzen. Die haben wir zwar vor uns, aber da gibt es ja, glaube ich, wieder Stress, ne? Ja, auch schnelle Beine helfen manchmal bei der Mission. Was ist jetzt los? Also, wenn sie uns schon suchen, dann sollen sie auch einen Grund dafür haben. Oh, Elite-Einheit. Jetzt wird's kribbelig. Jetzt müssen wir mal sehen, dass wir hier Land gewinnen. Ja, komm hier. Mann, wie so ein Fuchs. Mach selbst hier. Ja,
So. Jetzt kannst du mich an die Füße fassen. Wo ist er? Der Elite-Kollege. Ja. Finde ich nett, dass ihr mal vorbeischaut. Ihr habt schon mal von Privatsphäre gehört, ja? Freunde der Sonne. Ja, es hackt. So. Sag mal, was machst du hier eigentlich in meinem Haus? Ah, hab ich dir den Zugang gestattet? Nein, denke nicht. Junge. So, bei dem ganzen Geballer hier, was brauche ich jetzt eigentlich noch? Ich bin jetzt völlig hier aus dem Konzept gekommen. Grafiktunnel haben wir, bla 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 bla. Achso, Kohlenstoff-Nanorohr. Richtig, dabei waren wir. Wegen den Mikroprozessoren. Warte kurz. Zack. So. Weil wir hatten ja in Erwägung gezogen, hier Mikroprozessoren herzustellen. So, jetzt schauen wir mal, wie viel wir zusammenkriegen. Wir brauchen mehr chromatisches Metall. Haben wir noch Kupfer? Da haben wir Natrium. Habe ich das Kupfer schon wieder alles verballert hier? Peru, du Idiot. Einen weiteren Mikroprozessor, dann könnten wir das Ding bauen hier. So ein Sheet. Okay, lass mal gucken. Was können wir denn bauen? Wir könnten tatsächlich das Basis-Teleporter-Modul bauen. Das wären 4 Metallplatten, die wir noch bräuchten. Das würde gehen. Warte mal. Metallplatten. 4 Stück. Ich glaube, hier würde sich das anbieten, mal Indoor zu bauen. Dass wir da auch safe sind. Genau, und dann stellen wir dem hier so einen batteriebetriebenen hin. Hier, weißt du, mit so einem. Ihr wisst, was ich meine. Ich mache hier easy Bauweise. Genau. Technik, Technik, Technik. Batterie. Betriebsstoffe. Biostoffreaktor, genau. Da bräuchten wir noch eine Platte. Dann könnten wir das Ding auch so erstmal betreiben. Okay. Ja, ich habe hier so ein bisschen durch die Wand gebaut. Das ist jetzt nicht gerade formschön, aber wir können das später noch korrigieren. Hier geht es jetzt erstmal nur darum, um die Zweckmäßigkeit, dass wir einen Anschluss da haben. So. Dann noch ein Kabel. Und dann das Ganze verbinden. Obwohl die Katze ist, das ist schon mal fertig. Hallo? Alles ist verbunden oder nicht? Ja. So, dann gucken wir mal hier kurz. Ebola, jetzt haben wir sogar so noch ein bisschen Licht drin in der ganzen Sache hier. Sehr schön. Denn ich würde sagen, die Station bauen wir später weiter. Sagen, jetzt reisen wir erstmal zur hiesigen Raumstation.
Und von da aus machen wir uns mal weiter zu dem einen Planeten. Einer fehlt uns noch. Den haben wir gar nicht entdeckt. So, da sind wir. Bevor ich es vergesse, Grüße natürlich, und zwar an unsere neueste Abonnentin, würde ich sagen, an unseren neuesten Follower. Vielleicht wird es ja noch eine Abonnentin. Die Trödeltante. Grüße und danke für deinen Support. So, einen großen Planeten habe ich übersehen. Und der ist auch so groß, den kann man gar nicht übersehen. Wo ist er? Da ist der eiskalte Planet. Mal so umgucken hier. Ist der ganze Bums. So, was haben wir da? Der kommt mir auch bekannt vor. Ponto, genau, den habe ich auch schon entdeckt. Also bis zur Seite. Der hinter dem Planeten hier. Schauen wir mal. Was könnte er sein? Ja. Da ist er, der letzte Planet im System. Ein messerscharfer Planet. Passt zu mir. Los geht's. Ja, eigentlich noch ein bisschen Rohstoffe abbauen, um hier diese Warnraketen mal auszuprobieren. Das würde ich gerne auch in dieser Episode auch nochmal schaffen. Sehr einladend sieht das hier nicht aus. Mal sehen, was wir hier finden. Was? Geringe Atmosphäre entdeckt. Okay. Also vielleicht sollte ich hier mit Luftsprüngen aufpassen. So, schauen wir mal, was der Scanner uns gleich sagt. Moment.
gibt es denn hier überhaupt an Ressourcen? Hexerbeere. Die schauen wir uns mal an. So, ich glaube, ich kann auch schon wieder mal umschalten hier. Auf den Minenlaser. Die sehe ich tatsächlich das erste Mal hier. Gleich mal eingesackt. Sehr merkwürdiger Planet. Hast du einen Film geguckt oder was? Was hast du gemacht? Vielleicht sollte ich tatsächlich jetzt gleich mal versuchen, eine dieser Warnraketen rauszuschicken. Dann haben wir auch gleich wieder Platz im Inventar und haben das Ding auch mal ausprobiert. Ne? So, schauen wir mal. Weil ich finde das sehr interessant. So. Frachter rufen. Frachtschiff entlassen. Ich kann den Frachter hierher rufen. Okay. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, was jetzt die Frachtdinger sind da. Warte mal. Anderes Schiff auswählen. Stargazer, Komet. Ah, hier. Handelsrakete rufen. Jetzt bin ich gespannt. Premiere. Echt jetzt? Alter, das ist ja richtig oldschool. Wie geil ist das denn? Hallo? Und das finde ich so geil. Du kannst das Ding beladen und er verkauft automatisch beim Handelsposten. Das wollte ich nämlich schon die ganze Zeit mal ausprobieren. Genau das werden wir jetzt auch mal machen. Wie geil ist das denn? Ja, das Pugnium, das kann ich vielleicht noch brauchen. Dann nehmen wir die hier noch mit rein. Sternknollen. Jetzt werden wir mal wieder ein bisschen Platz im Inventar kriegen hier. Ja, das geht. Nee, das Glas will ich auch noch weiter haben. Platin brauche ich auch noch. Aber hier die Kürbisknollen, die kriege ich überall her. Das brauche ich jetzt nicht. Ja, den Quantencomputer könnten wir später noch zur Herstellung verwenden. Also auch der ist jetzt nicht so wirklich ein Giveaway. Hier den Schmodder, den können wir lebenden Schleim, den können sie gerne haben. So, natürlich die Fregatten, Treibstoffvorräte, selbstredend, die brauchen wir. Gut, dann lassen wir sie mal starten. Feuer frei. Jetzt bin ich gespannt. Okay, Start. Wie geil. Ehrlich. Der Kollege verkauft jetzt für uns. Das gefällt mir richtig gut. Ich bräuchte wieder mal Sauerstoff, fällt mir gerade auf. Ah, guck mal, wie gerufen. Ah, die ist Kohlenstoff. Nee, ich brauche ja Sauerstoff. Mist. Ja gut, nehmen wir aber natürlich auch mit.
So, die Wasserstoff. Oh, da ist Sauerstoff. Moment. Was? Der Kopf und der Teufel? Nie gehört. Ja, wir haben hier einen reizenden Planeten ohne Atmosphäre gefunden. Sehr liebreizend. Und irgendwie auch sehr tot. Die einzige Lebensform, die ich bis jetzt gesehen habe, sind diese, was weiß ich, Falter oder was es sein soll. Ach, der Gangster, der Kopf und der Teufel. Aus Asien, okay. Ja, manchmal haben die ganz gute Titel, also ist nicht. Also ich bin schon sehr gespannt, wie genau das, was wir jetzt hier machen, das Entdecken und Katalogisieren von neuen Planeten, sich dann auch anfühlt, handhabt in Starfield. Also jetzt, wo ich wieder No Man's Sky spiele, werde ich noch heißer wieder, weißt du, das ist... Oh, warte mal, ist da noch eine Mutabeere? Oder Hexabeere, oder wie sie auch heißt? Nee, ich dachte schon, dann wäre die aber schnell nachgewachsen. Hat der Kollege irgendwas zu bieten hier? Kohlenstoff und Sauerstoff. Sauerstoff ist gut, Kohlenstoff ist gut. Sollte einiges bei rauskommen aus dem Riesending. Naja, nicht so viel wie ich dachte. So, was ich heute auf jeden Fall noch besorgen will, ist ein bisschen Gold. Und dafür fliegen wir jetzt nochmal in die Umlaufbahn und hoffen mal, ja, dass wir da ein paar Klumpen finden. Dass wir auf unserer neuen Basis hier auch ein bisschen Solarzellen bauen können. Was rum. Platin übrigens wäre auch nicht schlecht. Ja, auf Stichwort. Hier fliegt jetzt nicht ganz so viel rum, wie ich gehofft hatte. Ah, vielleicht müssen wir ein bisschen weiter raus hier.
Silber sein, jawohl, aber das nehmen wir auch mit. So, schon besser. Aber es fehlt noch Gold. Da oben. Na? Ah, auch schon wieder Silber. Ist gerade ein bisschen frustrierend. Lithium, gut, das können wir immer brauchen. Der Silber, Mann. Müssen wir gucken, ob in der Nähe der Raumstation, meinte ich, war auch noch so ein Feld. Ob wir da mal vorbeischauen. Jetzt keinen Bock drauf. Ich will jetzt einfach nur mein Ding hier machen. Ist das so schwer? So, jetzt könnt ihr sehen, wie er klarkommt. Leute, Leute. Ich verlang doch nicht viel. Ich wollte doch nur hier kurz meinen Job durchführen. So. Oh, der Lexus ist aber leergefegt hier, ne? Okay, das sieht nicht aus, als wenn wir hier... Doch, es sind noch ein paar Leute unterwegs. Hat mich schon gebraucht zum Laden. So, jetzt schauen wir mal, was Himmelskataloge an Planeten begutachten. Wo die Wimpel? Mal ganz kurz gucken, hier gibt es verdächtigen Planeten, auf denen es viele Rohstoffe geben soll. So, wir sollen ihn besuchen und katalogisieren, um herauszufinden, was seine Ressourcen so außergewöhnlich macht. Ach, das kann man mal probieren. Den probieren wir jetzt noch. Und dann schauen wir mal, ob jemand reinkommt.
Einen Versuch machen wir noch. Also 4 geborgene Daten wird es dafür geben. Und was war das hier? Knapp 435.487 Units auf den Cent genau. Das wäre vielleicht sogar eine Mission, die man tatsächlich sogar alleine schaffen würde, wahrscheinlich. Bisschen zeitaufwendiger natürlich, ne? Aber müsste eigentlich gehen. Okay, einen haben wir schon gefunden hier. Na, kommt noch einer dazu? Das wäre schön, wenn wir mindestens 3 hätten. Ich weiß ja jetzt nicht, wie umfangreich die Mission wird. Also sind ja ein paar unterwegs, ne? Aber melden sich nicht an. Wir sehen sie ja auch hier im Hintergrund. Na, dann machen wir zu zweit. Dann mache ich jetzt keinen großen Vogel. So, ich hoffe, diesmal stürzt er nicht ab. Feuerfrei. Also, was heißt immer noch viele unterwegs? Aber wird's auch so bleiben, ne? Weil es kommt ja immer wieder was Neues. Aber ich hoffe, dass sie diesen Bug natürlich beheben, ne? Das ist blöd. Boah, was ist das hier für ein Gigant? Okay. So, wo ist unser Ziel? Die Welt zu erforschen. Da hinten. Nicht besichtigter Planet. Okay, den nehmen wir uns jetzt mal vorher. Also da gibt's ja... Die netten Belohnungen, ne? Also so Quecksilber und so. Und noch andere schöne Sachen, wo du dann so die exorbitanten Sachen kriegst für, ne? Beim Einkauf. Alter, was ist das hier? Was ist denn das für ein Ding? Mineralien 6, okay. Mit 6 geht das Spiel aus. Rubbel die Katz, haben wir schon 3 von 6 Mineralien zusammen. Läuft ja. Bam. Und 5 Kreaturen. Okay. Der Aufgabenkatalog ist ein bisschen länger. Alter, was für Riesenteile, ne?
Haben sie aber einen gegeben hier. Da sind Viecher. Okay. Was? Ah, wir hängen schon wieder. Verdammt. Sieh dir das an. Das ist so ärgerlich. Ich meine, ist ein schönes Standbild, ne? Aber... Also ich denke mal, ich meine, wir... Ken Hello, ne? So, und da bin ich nochmal kurz. Ich werde es jetzt nicht nochmal neu starten, aber damit ihr mich auch dann wieder hören könnt, starte ich es jetzt einfach mal im Hintergrund. Ja, leider haben wir und insbesondere beim Nexus gerade ein Problem mit No Man's Sky. Oh, schönes Schlussbild. Deshalb hauen wir ja heute mal eine Bremse rein. Ist schade, ne? Aber ich will natürlich auch mal den Nexus hier spielen, richtig. Und wie gesagt, also ich habe ihn schon zwar gespielt, aber alleine. Und irgendwie ist da gerade mit mehr Spieler irgendwie der Wurm drin. Also ich glaube nicht, dass es hier am System liegt. Gut, deshalb lassen wir es für heute sein. Aber wir werden natürlich zurückkehren und weiterspielen. Insbesondere, weil wir ja natürlich auch noch die Neuheiten sehen wollen aus dem Echos-Update. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Ich hoffe ja auch, ich hoffe trotz der technischen Differenzen im Spiel habt ihr ein bisschen Spaß gehabt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Morgen, fester Termin natürlich, Sonntag wieder ab 15 Uhr. Way of the Hunter, da geht es dann wieder weiter auf die Jagd. Und ansonsten, wenn wir uns nicht sehen, ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende noch. Ne? Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Gutes Nächtle.